Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Herr Dr. Hartlapp. Viele Grüße an die Theologische Hochschule in Friedenau. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind und dass wir uns heute einem ganz, ganz spannenden Thema widmen werden. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind alles bereit okay für die nächsten 20 Minuten. Sehr gut. Ja, heute wollen wir ganz fromm werden und wollen uns über den Pietismus unterhalten. Für diejenigen, die zum allerersten Mal diesen Begriff vielleicht hören und nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Was ist denn der Pietismus? Ja, der Pietismus ist eine Strömung innerhalb der lutherischen Kirchen, im Wesentlichen in Deutschland. Ansonsten ist es eine Zeitströmung, die schon ein bisschen größer ist, die sich im Wesentlichen auf die Herzensfrömmigkeit bezieht. Ich formuliere es mal so, obwohl das ein sehr eingegrenzter Begriff ist. Pietismus hat was damit zu tun, dass einer fromm ist. Daher kommt das Wort. Ja, fromm, sich mit der Bibel beschäftigt. Und das ist auch später so ein bisschen ein Klischee geworden für ein bisschen einseitiges Christentum. Obwohl das nicht richtig ist. Wir haben ja letzte Sendung ja die Reformation abgeschlossen mit 1648 sozusagen. Warum kommt denn sowas überhaupt auf? Ich meine, ist es nicht selbstverständlich, dass eine Kirche alles voller frommer Leute sind? Ist es nicht Luthers auch Antrieb gewesen, dass die Menschen fromm sind? Also woher dieses Vakuum, das auf einmal da so gefüllt werden muss mit dieser Idee? Ja, also der Zusammenhang ist folgender. Nach dem Tod Luthers und schon zu seinen Lebzeiten gab es ja Auseinandersetzungen über bestimmte Fragen. Also Melanchthon war sich darüber im Klaren, dass es eine Notwendigkeit der guten Werke gäbe, wenn Luther das strikt abgelehnt hat. Und so gab es kleine Details, manche sagen, das waren auch größere Fragen, die offen geblieben sind. Und es gab andere Bereiche, die in der Reformation völlig offen geblieben sind. Zum Beispiel die Frage der Seelsorge oder die Frage der Mission, die ist in der Reformation einfach offen geblieben. Die Zeit war noch nicht da. Und dazu kam ein zweites. Nach dem Tod Luthers, als diese innerkirchlichen Streitigkeiten ausbrachen, sind die Kirchen der Reformation relativ stark in eine gewisse Starre hineingekommen. Sie haben sich im Wesentlichen auseinandergesetzt mit theologischen Fragen, die vielleicht der einzelne Gläubige gar nicht verstanden hat. Oder dann kommt die Auseinandersetzung auch mit der Gegenreformation, mit der katholischen Kirche. Vor allen Dingen ist es ja eine neue Bewegung. Das sind die Jesuiten, die sich zum Ziel gesteckt haben, die Reformation rückgängig zu machen. Und diese Auseinandersetzungen, die in Abhandlungen geschehen sind, eine Vielzahl von Schriften, eine Vielzahl von gelehrten Aussagen jetzt, führen dazu, dass die Gemeindefrömmigkeit auf der Strecke bleibt und dass man diese Zeit als relativ tote Zeit bezeichnet. Auf der anderen Seite, es ist genau die Zeit, in der die großen Liederdichter gelebt haben. Ein Paul Gerhardt, ja, Johann Sebastian Bach. Das ist die Zeit, in der also noch sehr viel auch passiert. Aber es ist theologisch gesehen und für viele Gemeinden war es eine triste Zeit. Und man sehnt sich nach Frömmigkeit oder anders, man sehnt sich nach einer Fortführung der Reformation. Und genau das ist der Hintergrund und der Antriebspunkt für den Pietismus. Übrigens, pietistische Entwicklungen hat es vorher schon in Frankreich gegeben und auch in den Niederlanden, die in der Entwicklung manchmal schon früher waren. Über den Niederrhein kommt dann der Pietismus letztendlich mitten ins Herz Deutschlands nach Frankfurt und damit sind wir bei Spena. Also den Leuten, denen das wichtig ist, Sie sagen, dass die Kirche oder dass die Gesellschaft oder die Kirche nicht fromm genug ist in der täglichen Ausübung ihrer Religion, ihres Lebens, oder ist man nicht zufrieden mit der, wie die neue Kirche theologisch aufgestellt ist? Also man sagt im Wesentlichen, und das ist zweifellos richtig, die Reformation muss weitergehen. Damals prägte man auch das Wort Ecclesia Semper Reformanda. Das heißt, die Kirche muss ständig reformiert werden. Dagegen hatte sich vielerorts die lutherische Kirche als sehr starr erwiesen. Man wollte nichts verändern. Man meinte, Luther habe alles richtig gemacht und es gäbe es keine Möglichkeit mehr zu einer Reformation. Und eigentlich beginnt der Pietismus mit einer kleinen Schrift. Eigentlich ist es keine Schrift, es ist nur ein Vorwort. Man hat damals sehr häufig ein Buch von Johann Arndt gelesen, Wahres Christentum.
Für dieses Buch schreibt der eine Frankfurter Pfarrer, ein Oberpfarrer, Spener, ein ganz bedeutender Mann, er schreibt ein Vorwort. Es ist die Zeit, in der die Vorworte in Büchern damals manchmal 20, 30 Seiten lang waren. Und genauso ist es hier auch. Das Vorwort ist ein eigenes Buch. Er setzt praktisch diesem Buch von Johann Arndt ein Vorwort voraus und gibt dem Vorwort den Namen Pia Desideria, fromme Wünsche. Und das wird sozusagen der Brüller, das schlägt durch. Dieses Buch, das erst die Situation der Kirche analysiert und das dann Vorschläge macht. Dieses Buch bringt Veränderungsvorschläge, die von ganz vielen begierig aufgegriffen wurden. Also, der sagt, wir sollten nicht mehr so viel diskutieren im Sinn von theologischen Auseinandersetzungen. Wir sollten das Wort Gottes reichlicher unter uns bringen. Wir sollten auch wirklich christlich leben, das allgemeine Priestertum praktizieren. Er sagt auch, wir sollten wissen, dass das der christliche Glaube nicht nur aus dem Wissen besteht, sondern aus der Praxis. Er sagt, man muss sich nicht immer nur streiten. Wir sollten auch versuchen, Dinge zu finden, wo wir gemeinsam reden können. Dann geht es um die Erziehung auch der Prediger damals an den Universitäten. Er sagt, die sollen mehr auf das Praktische bezogen sein. Und es geht um die Predigten selbst, wo er sagt, keine gelehrige Predigt, sondern das muss eine Predigt sein, die ins Herz trifft. Das heißt also, das sind Wünsche gewesen, um die Kirche wieder lebendiger zu machen. Interessant, man reduziert die Pietisten eigentlich immer nur auf diese sichtbaren Moralvorstellungen, ja, auf das Verhalten in der Gesellschaft, in der Ehe und so weiter. Aber man hört da, dass es da schon ein viel breiteres Spektrum an Wünschen oder Ideen gegeben hat. Genau. Aber es ist nicht so, dass tatsächlich mit dem Pietismus verbindet man eigentlich eher so die Moralvorstellungen, oder? Naja, ich würde es ein bisschen abschwächen. Am Anfang stehen christliche Kreise, Collegia Pietatis. Das heißt, jetzt kommt etwas Neues in den Protestantismus hinein, nämlich dass Spener die Leute einlädt, sich unabhängig vom Gottesdienst am Sonntag zu treffen und gemeinsam über das Wort Gottes zu reden. Das heißt, hier kommt etwas Neues dazu. Und ich finde das toll, dass nämlich jeder Einzelne in der Kirche das Recht und die Freiheit hat, über sein Verständnis zur Bibel zu reden. Und diese Collegia Pietatis, später hat man dann Bibelstunden dazu gesagt, in unterschiedlichen Teilen Deutschlands ist das unterschiedlich aufgenommen worden, ist die Keimzelle für mündige, unabhängige Gemeinden. Das finde ich erstmal ganz toll. Übrigens, der Pietismus hat in vielen Bereichen dann auch die Gesellschaft beeinflusst, auch sozial, hat also unsere moderne Gesellschaft stark beeinflusst. Aber es kommt eben auch vor, wenn man sich in so kleinen Zirkeln trifft, und auch das ist im Pietismus da, dass es dann Leute gibt, die übers Ziel hinaus schlagen und die wieder besseres Wissen oder ohne besseres Wissen Meinungen vertreten, die manchmal sehr einseitig sind. Wir haben das im Pietismus, vor allem im sogenannten radikalen Pietismus. Den gibt es auch, eine Vielzahl von Individualisten. Der Begriff Pietismus heute ist allerdings ein bisschen einseitig geprägt, wenn er nur von der Moral her geht. Historisch war der Begriff viel vielfältiger. Aber es ist schon etwas dran. Das waren häufig Leute, die dann mit dem Finger gezeigt haben, das ist nicht gut und richtig, denn das ist zum ersten Mal eine Bewegung innerhalb der Kirche. Die wollen gar nicht austreten. Aber die sagen, die Kirche ist abgefallen und wir glauben richtig. Ich habe das ganz vereinfacht gesagt. Und das also, kann so der Hintergrund sein für den erhobenen Zeigefinger. Also es scheint so, als würde sich die Geschichte nochmal wiederholen. Also Luther ist unzufrieden mit seiner Kirche und will sie reformieren. Und auf einmal entstehen jetzt andere Figuren, die sagen, Luther und so weiter gehen uns nicht weit genug. Ganz spekulativ kann man so nicht beantworten. Aber hat es damit zu tun? Also, ich stelle die Frage anders. Hätte Luther damals noch gelebt, wäre der Pietismus überhaupt aufgekommen oder liegt es einfach an der Schwäche der Kirche von damals, dass dieses Vakuum entstanden ist und auf einmal diese Ideen kommen? Ja, das lässt sich schwer sagen. Was wäre, wenn? Ich kann es nicht beantworten. Aber ich glaube, die Spannung bestand einfach darin, dass die Kirche relativ starr geworden war. Und das andere ist, dass jetzt Leute da sind, die für sich in Anspruch nehmen, richtig zu glauben.
Und da kann natürlich auch noch ein zweiter Gedanke dazu kommen. Der basiert auf Luthers Theologie. Nämlich jetzt geht es darum, dass das, was Luther einmal erlebt hat, nämlich die Erfahrung der Rechtfertigung Gottes, dass das jetzt theologisch untermauert wird und dass man jetzt sagt, es muss einen Bußkampf geben, bis man erlöst ist. Das heißt also, jetzt kommt ein bisschen die Moralkeule. Die Moralkeule im Sinn von, du musst ganz besonders fromm leben, einen Bußkampf erleben. Und wenn du den erlebt hast, dann bist du bekehrt. Und nur wenn du richtig bekehrt bist, dann bist du ein richtiger Christ. Und so entsteht, ich sage es mal ganz simpel, eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Kirche. Die wirklich Erweckten und die anderen, die man dann häufig nur als Mitläufer ansieht. Und das kann auch eine Ursache dafür sein, dass der Begriff Pietismus häufig auch ein bisschen negativen Beigeschmack hat. Und zwar von Seite derer, die nur denken, ich bin Mitläufer, die eben nicht so intensiv dabei sein wollen. Manch einer ist ja vielleicht auch stolz drauf, so genannt zu werden. Ich habe neulich einen Zeitungsartikel gelesen, ging um die Corona-Krise und dann sprach man von dem deutschen Bible Belt, von dem Bibelgürtel. Und man hat Baden-Württemberg und Sachsen da rausgenommen und dort hat man beobachtet, dass dort die stärksten Proteste sich generieren in Bezug auf Staat und Staatswesen gerade und dass man dort die frömmsten Christen in ganz Deutschland lokalisiert. Ist es zu weit hergegriffen oder hat es etwas mit dieser Entwicklung zu tun? Also man kann solche Vergleiche gebrauchen, aber sie hinken immer. Fest steht, dass scheinbar Württemberg und auch Sachsen Gebiete sind, in denen ganz viele verschiedene Konfessionen vertreten sind. Also wenn du das ganze Spektrum an kirchlichem Glauben sehen willst, dann kann man zum einen nach Württemberg gehen und man kann auch nach Sachsen gehen, gar keine Frage. Und vielleicht auch ein bisschen ich will vorsichtig formulieren, die Gebiete, man sagt ja, wer also im Flachland lebt und die Gebiete an der Küste, die schon immer Handel betrieben haben über einen langen Zeitraum, die haben häufig einen weiteren Horizont. Es ist vielleicht, klingt boshaft, aber so soll es nicht sein, dass solche Gebiete, die manchmal ein bisschen ab vom Schuss leben, auch Gebiete sind, die ein bisschen kürzer sehen. Traditioneller vielleicht. Traditioneller sehen, da ist mehr Tradition da. Und das kann dazu beitragen, obwohl ich mich manchmal wundere, mit welcher Energie die Leute heute auftreten. Und ich denke auch manchmal, das lässt sich nicht mehr christlich begründen. Das ist schon eine Mentalität, die mir sehr fremd ist. Nun, wir haben mit Spener jetzt eine Persönlichkeit ein bisschen kennengelernt, die dort maßgeblich sind. Welche anderen historischen Persönlichkeiten verbinden wir denn mit dem Pietismus? Ja, also da haben wir einen August Hermann Francke in Halle, der ursprünglich großer Theologe ist, der sich stark mit der Bibel beschäftigt, der in Leipzig lehrt an der Universität, der einen Kreis bildet von Studenten, die sich mit den Sprachen der Bibel beschäftigen, der dann aber Leipzig verlassen muss, der nach Halle kommt und dort in einem Vorort von Halle in Glaucha viele Häuser sieht. Ich weiß nicht genau, wie viele Häuser es im Dorf gab, aber jedenfalls in zwei Dritteln der Häuser gab es ein Schankrecht. Das heißt, die Leute waren fast immer besoffen. So, wenn der sonntags gepredigt hat, dann war das eine Zeit der Ausnüchterung, aber nichts anderes. Und der beginnt in einem ganz stark sozialen Maß eine Einrichtung zu bauen zur Bildung. Und daraus entsteht aus einer Schule ein ganzes Bildungssystem. Die Stiftungen, die gibt es heute noch, die frankischen Stiftungen sind wie eine kleine Stadt innerhalb von Halle. Ein Bildungssystem, das ohnegleichen ist, das letztendlich auch als Vorbild für Preußen gedient hat später. Mit einem Einfluss, der wirklich weltweit gewesen ist. Bildung. Die sozialen, niedrig gestellten Schichten, die sollen dadurch ein Stück Bildung erhalten. Tolles Bild. Dann haben wir andere große Persönlichkeit, Zinzendorf. Originelle Persönlichkeit. Eine ganz originelle Persönlichkeit, der auf seinem Gut in der Nähe von Dresden in der Oberlausitz baut einen kleinen Ort mit dem Namen Herrenhut. Gibt es einen Berg, der Hutherd. Hutberg heißt, also unter dem Schutz des Herrn, das alte Wort für Schutz, Hut. Mhm. Dort baut er einen Ort auf, eine Kommune für Glaubensflüchtlinge. Und als er merkt, dass das am Beginn des 18. Jahrhunderts Schwierigkeiten gibt, da gibt er ihnen eine Ordnung, eine Regel.
Man lebt wie in einer großen Kommunität zusammen, ein fantastisches Modell, mit der Vorstellung, auch unterschiedliche protestantische Richtungen können friedlich miteinander leben. Okay. Der Ausgangspunkt, den er hat, der ist wirklich hochspannend. Allerdings die Sächsische Landeskirche mag das nicht und er bekommt große Schwierigkeiten und muss dann ausweichen. Hier wird übrigens, wie auch in Halle, wird die Idee der Mission entdeckt. Es werden die ersten Missionare ausgesandt. Also zum Beispiel von Halle, den Namen kann man sich merken, der erste Missionar heißt Bartholomäus Ziegenbalg, ein Name, den man nie vergisst. Die gehen also nach Indien. Also spannende Themen, der Horizont der Welt öffnet sich. Und diese Form des Pietismus, die ist keineswegs eng, sondern die hat damals die Welt verändert. Ja, Zinzendorf zum Beispiel baut in verschiedenen Gebieten eigene Kommunitäten, nördlich von Frankfurt in Herrenhaag, in Gnadau, nicht weit weg von Magdeburg, in verschiedenen anderen Ländern, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, in Bethlehem natürlich. Also das ist der Versuch, christliches Leben zu praktizieren. Das ging nicht immer problemlos, aber das sind Beispiele, wo man sagen kann, die sind wirklich vorbildlich. Es gibt ja keine pietistische Kirche im Sinne von organisierte Kirche, die sich so nennt. In welchen Kirchen schlägt aber der Pietismus denn am meisten durch? Wie sieht das aus mit der Adventgemeinde, mit der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten? Wie viel Pietismus steckt denn in dieser unseren Kirche? Ich denke, es ist das besondere Verdienst des Pietismus, dass man sich bewusst nicht von der Kirche der Reformation trennen wollte. Man blieb innerhalb der eigenen Kirche allerdings zu Lasten, und das ist jetzt die Spannung manchmal, dass man bereits schon bei Spener die Kirche als Babylon bezeichnet hat, während man sich selbst als die Rhein bezeichnet hat. Also die Spannung blieb. Man blieb innerhalb der Kirche, hat auf der anderen Seite dann die Kirche reformieren wollen. Nur Einzelne, sogenannte Radikalpietisten, haben sich teilweise total davon getrennt. Das heißt aber, es ist eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Kirche, die auch eine viel größere Bedeutung bekommen hat. Und so ist der Pietismus letztendlich eine Erneuerungsbewegung, der in Europa einen starken Einfluss bekommt. Mhm. Adventgemeinde entsteht im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten, wenngleich es in Europa auch ähnliche Vorstellungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt. Aber die Kirchen in den Vereinigten Staaten, die haben eine viel stärkere Prägung von England her, vom Puritanismus. Vielleicht ein paar Worte zum Puritanismus. England hat ja niemals eine Reformation erlebt. Mhm. Hängt damit zusammen, dass der englische König, das war der mit den vielen Frauen, den alle kennen, Henry hießen sie damals alle, dass der sich von Rom getrennt hat. Er hat sich von Rom getrennt aufgrund einer politischen Äußerung oder einer politischen Entscheidung und hat praktisch eine eigene römische Kirche in England gegründet mit dem König als Oberhaupt. Allerdings im Laufe der Zeit hat die Reformation einen gewissen Einfluss bekommen und erst in der Zeit von Oliver Cromwell, das ist diese kurze Zeit von 12 Jahren, Demokratie, die es mal in England gegeben hat. Da kommt dann sozusagen die Reformation von unten durch. Und so entsteht der Puritanismus, das sind die sich als die Reinen bezeichnen. Wir sehen wieder hier die Parallelen auch zur Reformation, die Reinen. Und als dann Oliver Cromwell letztendlich seine Macht verliert und der englische König wieder eingesetzt wird, dann ist es König Karl, da müssen die auswandern. Und das ist das große Maß. Zum einen, durch die Gegenreformation haben wir viele Emigranten nach Amerika, aber dann auch in England nach der Revolution, Oliver Cromwell, dann gehen viele Puritaner nach Amerika und siedeln dort in der neuen Heimat an, in der neuen Erde. Die Hoffnung ist, dass also Amerika das neue Jerusalem wird, die neue Welt, in der man seines Glaubens leben kann. Und das wird dann zur Stätte, an der eine ganze Reihe von späteren Freikirchen entstehen und sich ausbreiten. Dazu gehört auch die Adventgemeinde. Wir werden in den nächsten zwei Sendungen uns nach Amerika begeben und dort mal schauen, was dort alles passiert ist. Nochmal die abschließende Frage zum Pietismus zurück.
Was sind denn für Sie so die positiven Auswirkungen von dem pietistischen Gedanken und was sind eher die Dinge, wo Sie sagen, da ist man übers Ziel hinausgeschossen? Also positiv bedeutet für mich die Mündigkeit des einzelnen Gläubigen. In diesen Collegia Pietatis, in diesen Bibelstunden, hat man miteinander über das Wort Gottes gesprochen. Das hat es vorher im Luthertum so nicht gegeben. Luther hatte sich das gewünscht. Das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann, dass man Dinge sieht, die die Reformation so nicht gesehen hat. Die soziale Verantwortung, ganz stark die soziale Verantwortung für die Gesellschaft, Bildungssystem für die Gesellschaft oder auch der Versuch, die konfessionellen Grenzen und Spannungen innerhalb des Protestantismus doch zu überwinden und dass diese Starre, die entsteht, wenn man sich nur theologisch streitet, auch nicht vorteilhaft fürs Wachstum ist. Die Spannung auf der anderen Seite ist die natürlich, dass es immer wieder Einseitigkeiten geben kann. Und so wird leider häufig heute der Begriff Pietismus gesehen als ein Stückchen weltabgewandt, als einseitig. Und ich denke, das umschreibt nicht das Bild, das der Pietismus in der Geschichte hatte. Im Gegenteil, es ist eine prägende Kraft, eine kulturprägende Kraft gewesen, nicht nur in Europa, sondern über Europa hinaus. Herr Dr. Hartlaub, vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in den Pietismus. Wir sind schon im 18., 19. Jahrhundert fast angekommen. Genau. Eine lange Geschichte haben wir schon hinter uns. Ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen mit Ihnen, wenn wir dann nach Amerika gehen und schauen, was sich dort entwickelt hat und dann irgendwann mal auch einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Vielen Dank. Gerne, wenn es mal wieder so klappt. Genau. Genau. Alles Gute Ihnen, viele Grüße nach Amerika. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.